Es ist natürlich klar, dass die Erde die Sonnenstrahlung absorbiert und hat auch noch selbst einige Strahlungsabgabe. Und das ist allerdings alles nur im Infrarotbereich. Und das ist genau der Infrarotbereich, den wir jetzt auch zum Beispiel nutzen bei Fernbedienung und auch bei der Verdauermischungsanlage. Und das heißt, dass dann Energie wieder zurückgestrahlt wird an das Universum. Allerdings gibt es zwischen der Erde und dem Universum noch die Atmosphäre und die Atmosphäre spiegelt dann die Strahlung wieder, das heißt reflektiert es und das geht wieder zurück. Und man sagt dann, dass das den Treibhauseffekt bezeichnet, also das heißt, dass die Treibhausgase absorbiert werden von der Atmosphäre und ein Treibhausgas ist dann unter anderem aufgrund von Wasserdampf der Fall und es gibt also hauptsächlich Wasserdampf in der Region und alle anderen Gase sind eigentlich vernachlässigbar, aber Wasser wird nie erwähnt, denn jeder glaubt, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen der Konzentration von Wasser, aber dieses Gleichgewicht kann auch andere Gründe haben, kann auch auf anderen Ursachen existiert haben und vielleicht sogar sein, dass die Wasserkonzentration und die Wasserdampfkonzentration einen viel größeren Auswirkung hat als CO2 zum Beispiel. Das wird allerdings nicht gesehen. Also wir haben schon dieses Bild gesehen und wir haben das Problem gesehen jetzt hier mit den Treibhauseffekten, wie sie immer angebracht werden. Professor Singer hat gesagt, dass die heißeste Erwärmung ungefähr 10 Kilometer über den Äquator stattfinden soll. Aber in der Realität, was man beobachtet hat, gab es das nicht. Es gibt eigentlich eher eine Abkühlung um den Äquator herum. Also das scheint ja nicht zu funktionieren, aber das bedeutet nicht, dass es den Treibhauseffekt nicht gibt. Das bedeutet nur, dass man den Treibhauseffekt vernachlässigen kann bei der Erklärung von den Phänomenen, die wir beobachten. Aber jetzt komme ich zu der Definition von Klimasensibilität und meistens fängt man bei 280 ppm an und ich werde das noch einmal erklären und wenn man was das bedeutet, aber wenn man dann diese Zahl verdoppeln würde, dann müsste man dann das dann aussieht als für die Auswirkungen auf das CO2, dann würde ich das als die Erwärmung nennen oder beziehungsweise zumindest die Klimasensibilität. Wenn wir jetzt in Kopenhagen erreichen, dass CO2 nicht weiter emittiert wird, dann würde dieser Anstieg der Konzentration runterfallen auf 2,1 ppm und dann hätten wir innerhalb von einigen Jahren wieder was wir vorher hatten, also wir würden wieder zurückfallen auf 280. Also wenn man allerdings nach den Szenarien die CO2-Konzentration verdoppelt, also das heißt 560 ppm hat bis zum Jahre 2090, dann also innerhalb von einer halben Million Jahren, dann ist das immer noch nicht problematisch. Nur bei einer Konzentration von 10.000 ppm, dann fühlen die Menschen eine Auswirkung, das heißt, man fühlt sich ein bisschen schwindelig und erst wenn die Konzentration 50.000 ppm beträgt, das heißt, wenn CO2 50.000 ppm emittiert wird, dann sieht man toxische Effekte. Also man kann also die Sensibilität des Klimas vergleichen mit einem Anstieg von 1 Grad Celsius. Also das ist eigentlich nur eine ganz normale Physik-Hausaufgabe. Das heißt, wenn man die Zahlen sich ansieht, dann haben wir gesehen, dass es schon 0,7 Grad eine Erwärmung gab. Und man kann davon ausgehen, dass es nochmal 0,6 hinzukommt bis zum Jahr 2090. Und wenn man jetzt 50% dann eine größere Erwärmung hat, wegen der Verdopplung von CO2, dann auch aus welchem Grund auch immer, auch wenn es dann einen Treibhauseffekt gäbe, dann ist es immer noch nicht mehr als 1,2 Grad Celsius. Und dann gibt es noch andere Argumentationsketten, die andere Zahlen nutzen. Und ich möchte nur erwähnen, dass der Weltklimarat Zahlen benutzt, die weit drüber liegen und dann dadurch auch Panik machen. Also
bis zu 3 bis 5 Grad. Also ich glaube nicht, dass das eine Bedrohung wäre für uns in der Zukunft. Also die Konzentration wird höher und die Temperatur höher. Aber das ist keine direkte Verbindung. Also das heißt, die Erwärmung geht viel langsamer vonstatten. Und es gibt eine Schätzung von Richard Lenzen und er hat die Klimasensibilität unterstützt. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Und er sagt, dass die Klimasensibilisierung immer weiter abnimmt. Das ist genauso, wie wenn Sie Ihre Wände weiß streichen und dann sehen Sie beim ersten Mal einen Unterschied. Und wenn Sie das nochmal weiß streichen und zum dritten und vierten Mal drüber streichen, dann sieht man das eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, der Effekt wird nur langsamer vonstatten gehen oder die Sensibilität ist nicht mehr so hoch. Es gibt einiges, was man auch hören kann über die Auswirkungen der Feedbacks, das heißt der Rückkopplung durch die Wolken oder auch die Theorie, die Richard Lenzen, die Iris-Theorie nannte. Aber ich glaube, dass trotzdem diese Rückkopplung gar nicht so in die Waagschale sich werfen kann. Und wenn es den Leuten passt, dann benutzen sie das und wenn es denen nicht passt, dann wird es einfach übergangen. Und das ist natürlich keine reine Wissenschaft. Und man muss sich diese Gegenkopplung, dieses Feedback genau ansehen und sehen, was das bedeutet. Also wenn man jetzt die Sensibilität von der Geologie her ansieht, dann kann man wieder eine Zeitspanne von der letzten halben Milliarde ansehen. Also das heißt, von dem Trias über Jura, Kreide bis zu unserer Neuzeit sieht man in den geologischen Daten die Temperaturen und auch die CO2-Konzentrationen. Also die CO2-Konzentrationen erhält man, indem man die fossilen Übrigbleibsel dann auch analysiert und sieht, dass es eine hohe Konzentration gab. Und wenn man all diese Zahlen zusammennimmt, dann sieht man hier die CO2-Konzentration in einem algorithmischen Modell. Und das ist dann die Erwärmung in Celsius. Und hier sieht man, dass es nicht viel Auswirkungen hat, wie die CO2-Konzentration aussieht, wenn man sich auf die Konzentration konzentriert. Also wenn man eine lineare Regression durchführt, dann kommt man auf 0,9 Grad Celsius, wenn sich die CO2-Konzentration verdoppelt. Und das bedeutet, dass die Rückkopplung eigentlich, also insgesamt eigentlich eher eine negative Auswirkung hat. Und das bezieht sich auf die Konzentration im Jahr 4500 vor Christus hoch war und dass die Temperaturen bei 4500 ppm lag. Und das bedeutet, dass die Klimasensibilität viel zu hoch gewesen sein muss. Aber die Temperatur hängt nicht nur von CO2 ab, sondern auch von anderen Faktoren.